So, wir rüsten uns natürlich noch für den morgigen Tag aus, beziehungsweise rüsten uns nicht aus, denn ich glaube, das Event startet von alleine. Müssen wir mal gucken. Wir werden uns in der Zwischenzeit erstmal auf unsere Terrasse setzen, beziehungsweise stellen. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Sport, mal gucken. Ja, wir machen ein bisschen Sport. Ja, nach vorne, nach hinten und... meine Bandscheiben. Okay, machen wir noch etwas Becken kaputt. Na komm, Apollo, stehst du wieder im Stau? Na gut, bei dem Wetter. Ah, nee, doch nicht. Für deine Ware gebe ich dir 3950 Gold. Ich hinterlege dir morgen die Summe. Okay. So, damit haben wir den letzten Tag des Jahres wunderbar über die Bühne gebracht, würde ich mal so behaupten. Und wir schreiben natürlich in unser Tagebuch. Ja, das Event startet automatisch. Neujahresfest. Lasst uns den ersten Sonnenaufgang anschauen. Hooray! Hoffentlich gehen meine Geschäfte dieses Jahr gut. Ach klar. Ich werde dir nun deine Zukunft prophezeien. Lass mal gut, nee, ja. Ziehe eine Karte deiner Wahl. Ich weiß gar nicht, welche Karte wir letztes Jahr gewählt hatten. Ich glaube, das war die goldene Mitte. Deswegen nehmen wir jetzt ganz einfach mal unten. Oh. Unheil. Deine Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Tu dein Bestes. Okay. Möge die Erde uns auch dieses Jahr wieder zahlreiche Geschenke machen. Möge dieses Jahr ein gutes für dich werden. Oh, danke, Maria. Zum Jahresbeginn sollten wir den ersten Sonnenaufgang miterleben. Das tun wir gerade. Dieses Jahr sieht gut für dich aus. Die Wahrsagerin hat mir aber gerade noch was anderes erzählt. Dieses Jahr werde ich sie fragen. Oder vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht recht. Mögen wir in Frieden zusammenleben. Lasst uns nun beten. Hurra! Das erst der erste Sonnenaufgang dieses Jahr. Wunderschön. Du willst doch wohl nicht an Neujahr arbeiten. Ruhe dich lieber ein wenig aus. Okay. Ich gehe zu Bett. Gute Nacht. So, neuer Tag, neues Glück, neues Jahr, neues Wetter. Nein. Hallo, hier die aktuelle Wettervorhersage. Morgen wird es sonnig und angenehm warm. Ja, da ging der Winter ja doch schneller vorbei, wie gedacht. Ja, der Winter hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Wir haben einen neuen Nachwuchs bekommen. Allgemein hat sich das letzte Jahr ziemlich gelohnt. Auch ich werde mein Bestes geben. Auch ich werde mein Bett... Darling, singst du unserem Kind ein Schlaflied? Ach ja, stimmt. Dadurch, dass wir ja jetzt natürlich wieder Nachwuchs haben, wiederholt sie ihren Text. Auch sehr schön. Denke ich. Ach Gott sei... Gamepad? Willst du mich ärgern? Ach, endlich kein Schnee mehr. Mein
Gott, also Winter ist wirklich das grauenhafteste überhaupt. So, natürlich gibt es den ersten Tag des Jahres, beziehungsweise den zweiten, ja. Den zweiten Tag des Jahres noch einmal komplett unzensiert, denn ich werde danach auf jeden Fall nochmal eine kleine Aufnahmepause machen, denn ich glaube... Ja, ich bin mittlerweile 4 Stunden am Spielen. Ist ein bisschen sehr viel. Aber, naja. Meine Stimme wird es mir auf jeden Fall danken. Obwohl sie ja dieses Mal, ja, ziemlich verschont blieb. Denn ich musste ja... Ja, ich habe mal ein bisschen was Neues ausprobiert und musste nicht die ganze Zeit überreden. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gebracht. Und natürlich kann ich die Aufnahmepause nochmal dazu nutzen, um mir ein bisschen was, wegen des Frühlings zu überlegen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir denn, beziehungsweise ob ich denn das Ganze wieder so ein bisschen zurechtschneide und wirklich nur Aufnahmen laufen lasse, wenn irgendwie was Interessantes passiert. Oder ob wir den Frühling und den, ja, danach folgenden, logischerweise den Sommer, wieder normal aufnehmen. Denn jetzt im Frühling und im Sommer haben wir auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Zumindest was den Anbau von Feldgemüse angeht und sowas. Also da denke ich, ja, werde ich mal gucken. Wobei ich natürlich sagen würde, ich würde das Projekt jetzt wirklich liebend gerne beenden. Nicht, weil es mich nervt, sondern halt einfach nur, weil mittlerweile so viele Projekte sich angesammelt haben, dass ich bald, ja, so leichte Probleme bekomme. Ich möchte allerdings auch nicht sagen, ja, okay, dann spiele ich das eben doch nicht, also das wäre dann doch irgendwie, ja, keine Ahnung. Möchte ich nicht. Denn der Vorteil ist natürlich, wenn ich Harvest Moon abgeschlossen habe und, ja, sagen wir mal, noch 10 Folgen übrig habe, kann ich anschließend 10 Tage lang sozusagen 3 Folgen pro Tag raushauen. Und komm, du musst dich mal melken lassen hier. Hallo? Melken? Moment. Da hat doch eben... Da fehlt doch eine. Okay, dann eben doch nicht. Ja, jetzt weiß ich, was die Wahrsagerin damit meinte. Mit Unheil. Nämlich, dass wir hier in Zeitlupe rumlaufen. Ach, komm schon. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich noch ein paar Hühner verkaufen. Allerdings möchte ich den ersten Tag des Jahres etwas anders nutzen. Denn wir, ja, wie gesagt, wir haben jetzt wieder mehr Möglichkeiten und... Genau. Es wäre Verschwendung, wenn wir das ganz einfach so stehen lassen. Oh, Zeitlupe! Ach komm, bitte Kühe, bewegt euch nicht. Tut mir den Gefallen. Ja komm, wir haben's gleich. Jeden Moment... Ah, perfekt. Ja, 372 Futtereinheiten haben wir noch. Also, man kann wirklich
12 Hühner und 12 Kühe über den Winter bringen. Allerdings setzt das Ganze natürlich voraus, dass man 999 Futtereinheiten am letzten Herbsttag hat. Und ohne die zweite Weide, denke ich, hätten wir das nicht geschafft. So, einmal kurz nachzählen. 7 Stück. Perfekt. Mit den 2 Küken sind es 9. Ja, da ist unser Hühnerstall auf jeden Fall wieder auf eine beachtliche Größe gewachsen. Meine Güte. So, natürlich setzen wir unseren Brauch auch im neuen Jahr fort. Wir werden unserer Frau jeden Tag ein Ei schenken. Beziehungsweise unsere Eier. Und schauen doch mal, was sie denn dazu sagt. Besten Dank, das sieht köstlich aus. Ja, auch nichts Neues. Nein, wir werden unserem Kind kein Schlaflied singen. Warum denn? Weil ich nicht singen kann. Ja, wenigstens die Felder. Ja, fast. Die Felder sind fast unversehrt über den Winter gekommen. So, wir schnappen uns mal die Rübensamen. Waren das Steckrüben? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Erstmal schauen, wie viel wir überhaupt noch haben. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal nur eine bestimmte Anzahl gekauft und es hatte auf jeden Fall nicht gereicht, noch eine Linie voll zu machen. Ja, obwohl. Hallo, wie viel haben wir noch? Hallo? Samen bald alle? Rein zufällig? Uns geht nämlich so langsam der Platz aus. Ach du Scheiße. Okay, wie viele Päckchen hatten wir das letzte Mal gekauft? Ich will es ganz ehrlich gesagt nicht wissen. Dürften auf jeden Fall eine Menge sein. So, du kommst mal mit. Denn wir werden dich auf jeden Fall brauchen. Kuhbürste nicht. Genau. Oh, 10 Gold gefunden. Sehr gut. So, machen wir schon mal so... Oh, es gibt Croissant. Moment. Na, spring doch nicht da. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen hier so auf die schnelle Art und Weise. Ich glaube, mit der Bewässerung wird das heute nichts mehr. Ich glaube, da fehlt uns schlichtweg die Energie. Ja, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ich denke, damit können wir ja auf jeden Fall was anfangen. Oh, und wir haben es 3 Uhr. Sehr gut. Da haben wir ja den Tag auf jeden Fall relativ gut genutzt, würde ich mal behaupten. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nutzen wir den Tag heute ganz einfach mal nur, um auszusehen. Ja, morgen können wir nochmal einkaufen gehen. Nein, du wolltest nichts verkaufen, du hast genug. Heute ist erstmal, ja, Schontag. Auch wenn kein Montag ist. Oh Gott, wie viele Samen haben wir? Äh.
Ja, wir sind out of Samen, sehr gut. Für deine Ware gebe ich dir 3750 Gold. Ich hinterlege dir morgen die Summe. Okay, tu das. So, wir werden uns natürlich noch für den morgigen Tag vorbereiten. So, Melkmaschine, wunderbar. Na, schaffen wir das? Ja, perfekt. So, Hundi, du kommst mal ein bisschen an die Seite. Ja, unsere zwei Kinder schlafen mittlerweile. Oh, sehr schön, du sagst es wieder, Schnäuzelchen. So, soll ich vor dem Schlafen in mein Tagebuch schreiben? Ja. So, neuer Tag, neues Glück. Ja, das Wetter schauen wir uns mal noch an. Ja, es bleibt schön, immerhin. Und ich würde... Komm, wir schauen mal. Na komm, sag's. Also, Bubu. Auch ich werde mein Bestes geben. Okay, ich tue allerdings jetzt nicht mehr mein Bestes, denn ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause und sag auf jeden Fall bis... Ja, erst einmal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Wenn euch die Folgen gefallen haben, könnt ihr es mich wissen lassen. Je nachdem, wie ihr das Ganze möchtet, entweder Kommentar oder Daumen nach oben oder wie auch immer. Und hoffe natürlich, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und sage bis dahin, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Aufnahmesession, Livestream oder was auch immer ihr wollt. Bis dahin, ciao!